Inspirationen und Ideen für meine Stücke entstehen meistens zu Hause am Keyboard. Dort habe ich die Möglichkeit, mit möglichst wenig Equipment, das heißt Musikinstrumente, in schneller Zeit etwas zusammenzubasteln. Der Computer dient als Zentraleinheit, der alle Musikinstrumente, die in meinem Zimmer stehen, ansteuert. Ach so, wieder, ja? Ja. Jetzt gebe ich dem Sound mal ein bisschen mehr Höhe. Wenn meine Ideen zu Hause nach meiner Meinung so ausgereift sind, dass ich damit ins Studio gehen kann, dann nehme ich die Disketten von meinem Computer und dem Sampler, gehe damit ins Studio und dort werden die Sachen halt dann so verfeinert mit dem Mischpult und dem restlichen Equipment, bis dieses Stück halt reif ist für eine Plattproduktion. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass unsere Entscheidung, unsere Ausbildung abzubrechen, richtig war. Ich hatte damals als Computerfachverkäufer meine Ausbildung gemacht und der Christian war bei der Post als Beamter. Wir können heute, mittlerweile 1,5 Jahre nach Veröffentlichung der ersten Platte, können wir von der Musik leben. Jetzt mehr als Programmierer als Musiker, würde ich sagen, da man ja nicht wie als Musiker regelrecht Instrumente spielt, sondern halt die meiste Zeit am Computer sitzt und programmiert halt. Ich habe weder Gitarre noch Schlagzeug noch irgendein ähnliches Instrument gelernt. Ich habe gleich mit dem Synthesizer angefangen. Es war ja so simpel. Es geht so einfach mit dem Synthesizer. Man muss nicht mal Notenkenntnisse haben, die ich